So, meine Lieben, da bin ich wieder. Und zwar geht es heute mal um die Gesichtsroutine und was ist, wenn denn dann die bösen Pickel kommen und solche Dinge. Und da dachte ich, mache ich auch mal ein Video dazu. Ich denke, ich werde auch mal, wenn ich das, wo ich denke, okay, das passt jetzt ganz gut, gefunden habe, auch eine Haarroutine anbieten werde. Und ja, ich dachte auf jeden Fall, jetzt bin ich so gesichtstechnisch so ausgerüstet, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt nicht mehr auf der Suche, deswegen dachte ich, kann ich euch das mal zeigen. Und zwar fange ich am besten an mit dem Make-up. Ich habe mir jetzt ein neues geholt. Ich hatte eigentlich das Clarins Matt. Aber da meine Haut sich jetzt doch zu einem Problemchen entwickelt hat und extrem trocken geworden ist, habe ich jetzt was Besseres für mich gefunden, wo auch die der Farbton perfekt zu meinem Hautton passt. Und zwar ist das dieses Clinique Super Balanced. Das benutze ich in der Farbe 05 Vanilla. Das ist eine richtig coole Sache, weil das halt die Feuchtigkeit ausgleicht und auch bei sehr trockener Haut ist, weil das Problem habe ich halt jetzt gerade in diesem Bereich gehabt. Und es ist jetzt wirklich so gut wie weg, wegen meiner guten Pflege. Aber ich habe auch ein paar schwarze Schafe dabei entdeckt, das muss ich gleich dazu sagen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich finde das eigentlich ganz toll. Das Einzige, was mich nur an diesem hier stört, ist, dass ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, wie ich das da rauskriegen soll. Weil normalerweise gibt es ja so ein Pump-Ding. Aber hier, das schüttel ich mir dann wahrscheinlich in die Hand. Naja, gut, es ist relativ flüssig, hat leichte bis mittlere Deckkraft, glaube ich. Ausgleichendes Make-up, Allergie getestet, 100% parfümfrei, natürliches Finish. Also, ich finde es wirklich gut. Und mein Mann ist ja da auch sehr empfindlich. Und bei diesem Make-up hatte er nichts zu meckern. Also es sah weder angemalt noch maskenhaft aus, was natürlich dann auch Sinn und Zweck der Sache ist, wenn man sich schminkt, dass man da nicht aussieht wie Hans Wurst. Und das hat dabei geklappt. Es kostet 28 Euro. Bei uns in der Parfümerie war aber jetzt die Woche mit einem Gutschein, konnte ich 20% sparen, habe dann nur 22 Euro bezahlt, also 5,70 € gespart, also waren ungefähr 28 Euro. Und ich würde es aber auch für den vollen Preis kaufen, weil ich denke, es wird eine ganze Weile halten und sieht wirklich super aus. Ich habe jetzt mal gar nichts drauf. Ich brauche nichts mehr im Moment. Aber für den Fall der Fälle werde ich auf jeden Fall das nutzen. Auch wenn ich so weggehe oder so, auf jeden Fall. Aber so für zu Hause oder jetzt nur mal so shoppen gehen, brauche ich das nicht unbedingt. Außer ich gehe mit meinem Mann shoppen. Da muss ich gut aussehen. Wie das klingt, das, als müsste ich alleine nicht gut aussehen. Aber okay. Dann kommen wir zur Reinigung. Ihr wisst ja, ich schwöre auf meine Relania Soft Lotion Pads. Aber ich muss ehrlich sagen, seit ich mir diese Rival de Loop 3-in-1 Reinigungstücher gekauft habe, benutze ich nur noch die. Da musste viel passieren. Mich ärgert es, dass es limitiert ist. Ist auch Hydro. Also Hydro, denke ich mal, dass es ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Und auch für wasserfestes Make-up geeignet, weil man klatscht sich ja doch meistens ein paar Schichten drauf, die ein bisschen hartnäckiger beim Entfernen sind. Und ich finde die einfach geil. Und ich muss ehrlich sagen, ich hasse Pfirsich, aber das riecht richtig geil wie diese Pfirsichringe von Trolli. Super coole Dinger. 99 Cent für 25 Stück. Ist im Verhältnis zu 30 Pads für 1,99. Und hier benutze ich nur eins fürs ganze Gesicht und hier jeweils zwei. Stimmt der Preis hier mehr? Also ich schaue mal, ob es die dann im normalen Sortiment gibt. Vielleicht dann ohne Geruch würde ich mir wahrscheinlich nochmal nachkaufen. Finde ich ganz cool. Das zur Reinigung. Ansonsten reinigen, ich sag mal in Anführungsstrichen auch peelen, tue ich immer noch gerne mit meinem Budget de Noël, solange verfügbar. Aber hier, der neigt sich schon extrem dem Ende zu. Und ist quasi für mich weniger Reinigung, mehr ein Peeling. Und ja, wenn der nicht da ist, werde ich vielleicht mal das Clinique Peeling ausprobieren. Das muss ja auch ganz gut sein. Aber kostet dann, glaube ich, 37 Euro. Und dann überlege ich mir das gleich zweimal. Dann noch zu peelen, immer noch gerne meinen Bubblegum Lip Scrub. Weil meine Lippen sind perfekt. Also ich hatte jetzt einmal, dass sie rissig waren. Aber ansonsten, das ist, wie gesagt, hier auch super in Nutze. Und eine geile Farbe hat es auch noch. Und riecht ganz gut. Ich peel immer damit meine Lippen, also ein bis höchstens zweimal die Woche und bin damit auch sehr zufrieden. Dann, was noch die Reinigung anbetrifft, nehme ich hier dieses
Seifenstück von Clinique. Ich bin jetzt nicht so der Seifenfreund. Die ist gut. Riecht scheiße. Relativ natürlich, fast ein bisschen arztmäßig oder so. Ich bewahre die jetzt hier in so einer Laschdose auf. Es gibt aber diese großen Originalgrößen von den Dingern. Die haben dann auch so eine schicke Box dabei. Ich werde mir aber, wenn das aufgebraucht ist, diesen Reinigungsschaum holen. Das ist mir einfach lieber als immer dieses blöde Stück. Ich will pumpen und los geht der Peter. Das ist mir dann lieber. Dann klären tue ich mein Gesicht. Ich hatte immer dieses Clarins, diesen Wake-up-Booster. Den habe ich jetzt, seit ich diese Clinique-Sachen habe, nicht mehr benutzt. Und zwar benutze ich dann diese Anti-Blemish Solution. Lotion heißt das, aber für mich ist halt ein Gesichtswasser-Lotion. Irritiert fast ein bisschen. Wie gesagt, die ist schon hier gut in Nutze. Ich bin super zufrieden damit. Ich muss sagen, wie es ist, es brennt sehr doll. Und ich habe gemerkt, bei empfindlicher Haut oder sehr trockener Haut, nicht morgens und abends machen, dann sich auf einmal festlegen. Ich persönlich würde dann fast eher abends sagen, weil die Pickel gingen ganz gut weg, vor allen Dingen die großen. Und die Haut glättet sich auch langsam sehr, muss ich ja erstmal holen. Und die wird auch kuschelweich danach, muss man sagen, wie es ist. Dieses hier habe ich mir natürlich, wie ihr auch in meinem Haul schon gesehen habt, direkt auch schon in groß nachgekauft. Und dann sieht man auch hier unten dieses Puder, was auch, glaube ich, ein bisschen beruhigend und entzündungshemmend wirken soll. Drin, das ist knapp 19 Euro. Dann als dritten Schritt benutze ich diesen Clearing Moisturizer. Der tut auch wirklich gut auf der Haut. Der brennt auch nicht selbst an empfindlichen Stellen. Ich schmiere es mir überall hin, auch auf die Augenlider. Also überall, ich mache Augen zu und los geht's. Also ich bin da kein Klopfer oder punktuell Auftrager, bei mir alles rein damit und ist sehr sparsam. Also man braucht wirklich nur eine erdnussgroße, Erdnuss, erbsengroße Größe, reicht locker und ist dann für mich quasi die Unterlage. Wenn ich dann noch extreme Pickel habe, was ich aber jetzt eigentlich bei diesem Drei-Schritte-System nicht mehr extra machen brauchte, aber sonst immer gemacht habe, wenn es besonders was Hartnäckiges ist, benutze ich ganz gern dieses Benzaknen 10% Gel und mache das punktuell auf die Stellen, die betroffen sind. Und vorher hatte ich auch immer ganz gern diesen Jade Garnier Jade Hautklar SOS an die Pickelstifte. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Aber seit ich diese Drei-Schritte-Serie habe, benutze ich sowas eigentlich gar nicht mehr, weil, wenn ich merke, da ist was und ich reinige mich dann abends, eventuell, wenn es aussieht, als könnte da wieder, mache ich es halt auch morgens und abends. Und da sind die eigentlich auch relativ schnell gebannt. Und nachdem ich dann die drei Schritte vollzogen habe, am Schluss mit dieser Feuchtigkeitscreme, die auch noch ein bisschen entzündungshemmend ist und die Haut ausreinigt, sage ich mal, benutze ich nach wie vor wieder meine Oil of Olas. Creme hier, die ist ja, wird immer ständig benutzt. Ich hatte mir letztens die Lancaster Extra Moisturizing super mega reichhaltige Creme gekauft. Die hat auch ähnlich gerochen wie diese hier, weil dieser Duft hier ist wirklich sehr, 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 sehr gut und liegt, wie gesagt, im Einzelhandel noch unter 5 Euro. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Creme hatte 46 Euro gekostet, ähnlich gerochen, gebrannt auf der Haut. Und war weniger reichhaltig wie diese, die für normale bis trockene Haut ist. Und da gibt es ja auch noch, glaube ich, einen Schritt mehr für sehr trockene oder sensible oder trocken und sensible Haut oder so. Die wird wahrscheinlich noch einen Tacken reichhaltiger sein. Und wie gesagt, ne, 5 Euro und 46, ich fand die Preis-Leistung hat absolut nicht gestimmt. Und hab die dann auch zurückgeschickt. Also war total enttäuscht. Ich habe jetzt mehrere High-End-Cremes gegen diese verglichen und ja, jedes Mal sage ich mir, Claudia, räum es ein, da gibt es nichts Besseres. Die ist zwar billig, aber die ist halt trotzdem sehr, 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 sehr gut. Und man denkt halt immer, billig ist nicht gut und wenn die teuer ist, dann ist sie besser, aber totaler Humbug. Also, ich muss mich jetzt selber mal ermahnen, nichts anderes mehr zu testen, weil ich wirklich mit der sehr zufrieden bin und ich benutze sie jetzt seit 10 Jahren ungefähr und habe teilweise jahrelang nichts anderes benutzt, selbst mein Mann benutzt sie und mag die. Dann hast du doch mal wieder so einen Ausschweifer, sage ich mal, wo du dann wieder was anderes ausprobierst. Aber Oil of Olas, schützende Tagespflege, so blöd und alt Oil of Olas klingt, aber mit 16 war sie schon geil und mit 26 ist sie das auch noch.
dann habe ich nach diesen ganzen Schritten manchmal noch, wo es wirklich extrem war, weil ich habe mich geschält wie übelst einen Sonnenbrand gehabt, habe ich noch mal weiterhin meine Kaufmanns-Kindercreme benutzt darum. Auch wenn ich jetzt merke, so, ach, und das spannt, dann schmier ich die da drauf und nebst, dass sie wirklich so extrem ergiebig ist, da fehlt ja wirklich immer noch kaum was. Riecht hier lecker, leicht zitronisch und ist einfach top. Ist so mein Allrounder. Egal, wenn es mal irgendwo wund ist und kratzt oder schuppt oder wie auch immer. Und maskentechnisch war ich ja immer so ein Hey Mountain-Fan. Hab aber dann mal in mich reingeschaut und mir überlegt, sind die das Geld 6, 7, 8, 9, 10 Euro denn wirklich wert, die 50 Milliliter? Und die riechen toll. Die sind auch sehr frisch, sehr angenehm. Es hat noch nie gebrannt mit diesen Dingern. Also es war wirklich das, was ich mir von der Maske erhoffe. Einfach schön Wellness und Entspannung. Aber ob es jetzt irgendwas gebracht hat, sei es das Hautbild verfeinert oder Unreinheiten gemildert, Rötungen gelindert oder. Glaube ich, muss ich ehrlich sagen, haben die weder keine Wirkung. Also ich denke, das ist so Wellness, Vergnügen, Entspannung. Aber richtig eine Wirkung haben die, glaube ich, nicht. Und da bin ich jetzt hier so wild am Rumtesten, hat ja diese verschiedenen Spa-Geschichten vom Rossmann. Die, ganz ehrlich, finde ich sehr schlecht. Ja, braucht man auch keine benutzen. Also ich werde beide jetzt, ich habe diese Kaschmir- und Perlzauber, glaube ich, werde die beide aufbrauchen. Riechen beide nicht gerade besonders. Hautgefühl ist okay, ein bisschen erfrischend. Aber jetzt nichts Besonderes, brauche ich nicht wieder. Dann habe ich ja einige Geschichten von diesen Balea-Masken probiert. Die Peel-Off-Maske, da habe ich hier noch eine, brennt zwar wie Hund, aber kannst du wirklich in einem abziehen. Deswegen finde ich es schon wieder gut. Denn sobald sie getrocknet ist, kannst du es ja abziehen und abziehen im Ganzen. Und das Brennen hört darauf. Aber bis dahin denkst du echt, du bist ein bis zwei Hautschichten los. Da ist man im Zwiespalt, aber es geht. Dann habe ich, habe die andere jetzt gar nicht hier dabei, noch so eine mit Milch und Honig, die soll, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Riecht auch wirklich angenehm nach Honig und war auch sehr entspannend. Auch bei meiner empfindlichen Haut und ihr habt es ja teilweise gesehen auf den Videos, war hier unten alles komplett gerötet. Das ist jetzt komplett weg und das hat auch nichts ausgemacht und auch nichts verschlimmert. Also denke ich, können die so schlecht nicht sein. Anti-Aging und reinigende Poren, verfeinenden Masken werde ich noch ausprobieren. Da kommt dann noch mein Fazit dazu. Ich bin da auch ein bisschen hinten dran mit meinen getesteten Berichten auf meinem Blog, aber das werde ich noch nachholen. Und dann würde ich sagen, wenig ist es ja nicht, aber war es das im Großen und Ganzen an meinem Gesicht? Wie gesagt, mich bezahlt hier keiner oder so, aber diese Kliniksachen war das Beste, was ich bis jetzt jemals austesten durfte, dank der netten Kelly, die mich darauf mehr oder weniger gebracht hat und ich da eigentlich sehr, sehr happy drüber bin, weil, wie gesagt, ich kann jetzt über die Produkte nichts Schlechtes sagen, ganz im Gegenteil. Auch was dekorative Kosmetik angeht, würde ich jetzt sagen, hat es mich immer ein bisschen kalt gelassen, weil so diese allergiefrei, parfümfrei, riecht jetzt nicht besonders, bla bla bla. Da denkt man immer, ja, Öko-Kram und ich bin da ja sowieso so ein bisschen, bei mir brauchst du Bling Bling, da brauchst du Glamour, da muss die Verpackung aussehen, als hat sie 100 Euro gekostet und ja, das ist ja doch mehr so nature-looking, aber ganz ehrlich, so einen geilen Make-up-Ton auf der Haut, der so leicht gebräunt, ein bisschen nach Sommer und Urlaub aussieht, hatte ich ehrlich noch nie. Der ist auch super leicht aufzutragen, keine Ränder, ist echt ein Megaton. Also ganz ehrlich, ich habe mir das in der Parfümerie jetzt nochmal auftragen lassen. Und habe das dann noch mit einem helleren Ton verglichen und der sah dagegen richtig krank und blass und halt dieses Maskenhafte, was man beim Make-up schnell mal hat, wenn man nicht selber gut genug den Ton wählt oder sich da helfen lässt. Und deswegen war ich da hin und weg und ich werde auch auf jeden Fall mehr Produkte auch in der dekorativen Gegend ausprobieren. Den Lippenstift hier, der ist außerdem auch davon und ich benutze ihn nur noch. Ich hatte den bei meinem Shopping Outfit of the Day Dingels da schon an. Und der Hammer ist ja jetzt. Man mal so,
Na, ich da so, oh, hier, guck mal, geil, Lippenstift, der sieht ja richtig cool aus. Was sagst du denn? Na, den hab ja bestimmt ich ausgesucht, weil er hat ja, ich geb's zu, wirklich einen sehr, sehr guten Geschmack. Der hat mir den Chanel, ich weiß es nicht mehr, von diesem matten Lippenstift, der Promo-Lippenstift, der knallrote, den hat er mir ausgesucht. Der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Und von Dior, den Addict Lip Gloss in Blue Type Plum oder wie der heißt, also dieser ganz dunkle Glitzergloss. Extrem dunkles Pflaume, Aubergine, so sehr, sehr dunkel hat er ausgesucht und der hat da schon einen sehr guten Geschmack. Und wenn der denkt, der hat ihn ausgesucht, ist der Lippenstift top und ich liebe ihn auch. Der ist wirklich, obwohl er angenehm pflegend ist und so, doch sehr gut pigmentiert und ich finde, kann man doch sehen lassen. Also, ich finde, macht heiß. Also, ist jetzt nicht so knallrot, ich sag mal Nutten-Bordstein-Schwalbenrot, sondern es ist schon so ein dunkleres, bärigeres Rot und deswegen finde ich auch schon fast wieder, nee, fast wieder alltagstauglich, auf jeden Fall. Weil knallrot, finde ich so, ist immer, na, ja, lala. Mögen viele damit einfach so auf der Straße rumlaufen, ist jetzt nicht, dass ich mich das nicht trauen würde, aber ich denke halt, manchmal ist doch weniger mehr und anstatt jetzt einen nudigen Lippenstift zu holen, der jetzt nicht ganz so gut zu mir passt, finde ich, ist das eine ganz gute Alternative. Und wie gesagt, damit hat Clinique dann noch ein bisschen mehr meine Aufmerksamkeit auch in der dekorativen Gegend gewonnen und deswegen werde ich da jetzt vermehrt Augenmerk drauf halten, gerade was die Limited Editions angeht, weil dieser Black Honey LE war doch schon sehr interessant, wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke. Wo die rauskam, war natürlich ja, mein Ding immer noch so, Klinik, was ist denn das? Genauso wie ich auch über Clarins denke, so, ich bin halt mehr so, der sich so anfangen lässt von Dolce & Gabbana, Armani, Dior, Chanel. Art Deco ist eigentlich bei mir auch so ein bisschen, aber diese Glamour-LE mit diesem schönen Quad-Box-Ding da, habe ich mir auch geholt und die ganzen Glitzer-Sachen waren dann auch interessant. Aber wie gesagt, da ist immer erstmal so ein. Aber wie gesagt, ich denke, Klinik lohnt sich auf jeden Fall da mal nachzuschauen. So, jetzt habe ich schon viel zu viel wieder anderweitig geschwätzt, aber ich musste das mal loswerden und hatte gerade ein bisschen Redebedarf. Ich werde auch die Tage vielleicht morgen oder vielleicht auch noch gleich den Tag, den mir die liebste, herzallerliebste Vika mich getaggt hat. Und wenn sie das macht, dann werde ich diesen Tag auf jeden Fall auch bringen, weil das meine allerliebste Schnuckel-YouTuberin ist. Und ich mich natürlich höchst geehrt fühle darüber. Meine süße Traumperle, du. Und es für mich dann nichts Besseres gibt, als diesem nachzukommen. Denn was die geile Mieze macht, das kann nur toll sein. Ich werde mich da mal reinschauen und dann gucken, dass ich euch den Tag dann auch mal näher bringe. Und würde sagen, bis ganz bald, Babys. Ciao.